Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich freue mich wahnsinnig, die heutige Keynote zum Thema die Bedeutung von Integrationsplattformen in der Energiewirtschaft halten zu dürfen. Vielleicht kurz zu mir ein paar Worte. Christian Büchner, ich bin CIO der Sachsen Energie und grüße Sie heute aus dem schönen Dresden, was heute auch wirklich sehr, sehr sonnig ist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, die Sachsen Energie ist ein relativ neues Unternehmen mit aber einer wahnsinnig langen Historie. Das liegt daran, dass wir zum Jahreswechsel diesen Jahres eine Fusion erlebt haben. Die Sachsen Energie ist entstanden aus der DREWAG, Stadtwerke Dresden GmbH, und der ENSO, Energie Sachsen Ost. Und zusammen bilden wir den viertgrößten Kommunalversorger in Deutschland und das größte Stadtwerk, das zusätzlich noch die Stadt, die Metropole Dresden und das Land Ostsachsen versorgt. Wir haben ca. 670.000 Kunden, 1 Million Marktlokationen und 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen ca. 3 Milliarden Jahresumsatz. Wir haben im Energiemarkt eine enorme Marktkonzentration. Man sieht das so ein bisschen an dem Bild. Beispielhaft hier gezeigt am Konzern E.ON und wo wir uns da in Sachsen, in Ostsachsen sozusagen einordnen. Und wir sind jetzt eben aufgestiegen zu einer relevanten Größe im deutschen Energiemarkt durch die Fusion, die wir zum Jahreswechsel 2021 generieren konnten. Wir sind Vollsortimenter. Das heißt, wir bieten sowohl Strom, Gas, Wärme, Wasser und Glasfaser an. Und als IT versorgen wir 14 Fachbereiche und Gesellschaften innerhalb der Sachsen Energie mit 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Über diese 5 Medien wollen wir natürlich nicht nur einzeln versorgen, sondern wir wollen natürlich hier auch Bündelprodukte an den Start bringen, diese medienübergreifend unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und man merkt schon an der Geschichte der Sachsen Energie von DREWAG und ENSO, von der Integration der verschiedenen Medien, dass Integrationen für uns aktuell ein wahnsinnig großes und wahnsinnig wichtiges Thema sind. Wenn man von der Sachsen Energie rausguckt in den Energiemarkt, dann stellt man fest, dass wir uns in einer wahnsinnig regulierten Branche befinden. Das stellt natürlich auch einen Schutz dar, eine hohe Markteintrittsbarriere. Die Energiewirtschaft ist in Deutschland sehr, sehr streng reguliert. Wir werden später auch sehen, wie sich das in unserer Anwendungslandschaft widerspiegelt. Leider entstehen in diesen Marktsituationen selten innovative digitale Produkte, wenn man extrem stark reguliert ist, wenn man gleichzeitig darauf achten muss, die Versorgung sicherzustellen und die Versorgungssicherheit von Stadt und Land nicht zu gefährden. Wir sehen das aber nicht so, dass wir hinten dran sind, sondern wir sagen immer, wir haben das größte technologische Potenzial vor uns und wir haben nicht nur eine riesige kommerzielle Chance durch den Einfluss der Digitalisierung, sondern wir haben natürlich auch einen enormen Geschwindigkeitsvorteil, da wir von den Branchen, die deutlich technologiegetriebener sind, natürlich auch lernen können und gegebenenfalls den technologischen Sprung etwas schneller schaffen können. Dabei ist zu bemerken, dass wir als IT vor allen Dingen, aber auch als Energiewirtschaftler, als Versorgungsunternehmen generell uns in einem enormen Spannungsfeld befinden. Wir müssen einerseits Sicherheit und Verlässlichkeit ausstrahlen. Die Versorgungssicherheit darf niemals gefährdet werden und ist eines der wichtigsten Güter der Energiewirtschaft. Wir betreiben kritische Infrastruktur für den Standort Deutschland. Und wir müssen gleichzeitig aber natürlich schnell und agil sein, um im zunehmend interessanteren und engeren Wettbewerb unsere Produkte gemeinsam mit den Fachbereichen an den Start zu bringen. Wir müssen also Technologieberater sein, Innovationstreiber sein und das alles zu vernünftigen Kosten. Ich glaube, da stellt man schon so ein bisschen fest, in welchem Spannungsfeld wir uns bewegen. Zusätzlich ist es so, dass die technologischen Möglichkeiten branchenübergreifend aktuell exponentiell wachsen.
Wir haben wahnsinnig viele technologische Möglichkeiten. Wir können wahnsinnig viele unterschiedliche Technologien auf ganz unterschiedliche Weise miteinander koppeln und so die Leistungsfähigkeit der IT steigern und zum kritischen Erfolgsfaktor vom Unternehmen werden. Das stellt uns natürlich vor verschiedene Herausforderungen, weil wir gar nicht alle technologischen Möglichkeiten miteinander koppeln können. Wir können einfach nicht jeden Trend mitmachen. Wir müssen sehr genau prüfen, welche Technologien setzen wir wie ein, integrieren wir miteinander. Und das führt zunehmend zu einer anderen Arbeitsweise auch mit den Fachbereichen. Früher deutlich mehr im Silo getrieben. Die Fachbereiche entwickeln Anforderungen, entwickeln Projektideen, werfen es der IT über den Zaun. Die IT setzt es um und kommt meistens zu einem etwas anderen Ergebnis, als es der Fachbereich gewollt hat. Mittlerweile ist das deutlich mehr auf Austausch und offener Kommunikation auf Augenhöhe. Wir werden zunehmend zum Berater der Fachbereiche, weil die Frage, welche Technologie ist für meinen Anwendungsfall, für mein Problem die richtige, teilweise nicht mehr von der IT und nicht mehr vom Fachbereich beantwortet werden kann, sondern das geht nur gemeinsam, indem man sich frühzeitig bei der Ideenfindung zusammenfindet und gemeinsam Lösungen für die Zukunft und für unsere Endkunden findet. Wenn wir uns überlegen, wie haben wir das als IT jetzt umgesetzt, wie werden wir dieser Problematik Herr, wie gehen wir vor, dann glauben wir daran, dass wir eine S-Kurvenlogik haben. Das heißt, es braucht immer eine Transformation, eine gemeinschaftliche, gesamtgemeinschaftliche Anstrengung, um sozusagen das nächste Level zu erreichen. IT-Abteilungen, IT-Bereiche waren früher kostenorientiert aufgestellt. IT war immer zu teuer. Mittlerweile ist IT in der Regel zu langsam aus Fachbereichssicht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass IT sich zunehmend nach Geschäftsnutzen aufstellt. Das passiert aber nicht von alleine, sondern das ist ein wahnsinnig anstrengender Prozess, der immer wieder neue Transformationen auf neue S-Kurven, auf neue Plateaus und wieder Anlauf nehmen für die nächste Stufe entsprechend erfordert. Und unser gemeinsamer Weg, mein Weg auch bei der Sachsen Energie, startete im Jahr 2018. Damals waren wir, wenn überhaupt, serviceorientierter Kostenfaktor. Und wir haben dann gemeinsam mit den Vorständen des Unternehmens eine Vision entwickelt, wo wir die IT sehen, und haben uns dem Verständnis genähert, dass IT zunehmend kundenorientiert aufgestellt sein sollte, geschäftsprozessorientiert aufgestellt sein sollte und perspektivisch zum Kern des Geschäftsmodells, zum Gestalter, Antreiber und Motor der Fachbereiche wird. Heute sind wir deutlich kundenorientierter aufgestellt. Ich würde uns hier als Geschäftsunterstützer einordnen, aber wir haben auch noch einen Weg zu gehen. Es ist anstrengend, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, die IT im Sinne der Sachsen Energie, im Sinne unserer Geschäftsfelder weiterzuentwickeln. Wie haben wir das ganz konkret gemacht? Wir haben unseren IT-Weg auf der rechten Seite einmal abgebildet. Wir haben zum 1.7.2019 eine neue IT-Organisation an den Start gebracht. Wir arbeiten nach dem Demand-Supply-Prinzip. Wir sind eine echte IT&D-Funktion, IT- und Digitalisierungsfunktion, und haben wahnsinnig viele unterschiedliche Zentralfunktionen ausgeprägt, wo gewisse Themen aus einer Hand für den gesamten Bereich und das gesamte Unternehmen gemacht werden, beispielsweise IT-Sicherheit, IT-Architektur, Portfolio-Management oder auch Change-Management, IT-Organisation. Wir haben, weil wir eben die Mitarbeiter mitnehmen wollen auf diesem Weg, die Mitarbeiterinitiativen ins Leben gerufen, wo Mitarbeiter selber diesen Weg mit uns gemeinsam als Führungskräfte definieren konnten, mit uns gemeinsam zusammenwachsen und untereinander zusammenwachsen konnten und sich Gedanken machen konnten, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich Wissen speichern im Bereich, um daraus zu lernen, um mein Wissen mit anderen zu teilen. Wir haben beispielsweise in diesem Zusammenhang in 2019 eine Dudes-Kultur entwickelt, was, glaube ich, in der Energiewirtschaft keinesfalls Standard ist. Es führt aber dazu, dass wir viel enger miteinander zusammenarbeiten, viel enger miteinander interagieren. Und so konnten wir dann auch zum 01.01.2021 die Fusion von Drewag und Enso zur Sachsen Energie hier in Dresden gewährleisten. Im Zielbild sieht man schon, dass das Thema Vernetzung und Integration
für uns eine wahnsinnig große Rolle spielt. Sie merken, dass dieser Vortrag gar nicht so sehr auf die letzte Technologieebene, gar nicht so sehr auf technologische Themen und Fakten eingeht. Wir werden gleich noch auf die Anwendungsarchitektur blicken. Aber als CIO begreife ich meine Rolle vor allem in der Integration von Menschen, von Technologien, von Prozessen in einem lebendigen Ökosystem, nicht nur beim Kunden, sondern auch beim Mitarbeiter. Und auf diese Ebene entsteht im Zielbild in der Sachsenenergie eine auf allen Ebenen vernetzte IT-Organisation als Treiber für einen nachhaltigen Geschäftserfolg. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das? Und ich habe hier mal ein paar Use Cases mitgebracht, wie Integrationsplattformen wie TransConnect uns dabei helfen können, diesen Weg zu gehen und uns innerhalb der Energiewirtschaft Schritt für Schritt nach vorne zu bringen und gemeinsam mit den Fachbereichen zu wachsen. Wir sind davon überzeugt, dass Datenintegration die notwendige Bedingung ist, um Daten nutzbar zu machen. Grundsätzlich haben wir wahnsinnig viele Anwendungssysteme mit wahnsinnig vielen und interessanten Daten. Die helfen uns aber überhaupt nichts, wenn sie in verschiedenen Datensilos, in verschiedenen Anwendungen liegen, sondern wir müssen sie nutzbar machen. Wir müssen von Daten zu Informationen und zu Wissen kommen. Ich habe Ihnen hier mal verschiedene Anwendungsfälle mitgebracht, wo man sehen kann, wie wichtig eine Integrationsarchitektur und Integrationssysteme in einer IT-Landschaft sind. Wenn wir beispielsweise daran denken, Automatisierungssoftware anzubinden, Drittanbietersoftware anzubinden, beispielsweise im Markt für Elektromobilität, dann passiert das über Integrationsplattformen. Wir haben das Ziel, medienbruchfreie und durchgängige Systeme für unsere Mitarbeiter, für unsere Fachbereichsmitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Der Fachbereich sieht quasi nur ein System, was perfekt in einer modularen Landschaft mit anderen Systemen integriert ist und interagiert. Wir setzen also auf strategische Plattformen, um Prozesslücken zu vermeiden. Natürlich stecken da dann wahnsinnig viele andere Systeme dahinter. Es ist für den Mitarbeiter aber nicht sichtbar. Und so entsteht eine medienbruchfreie Landschaft, die der Mitarbeiter bestmöglich nutzen kann und die ihn befähigt, für unsere Kunden die besten Produkte an den Start zu bringen. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Wie kommen wir dahin? Und letzten Endes haben wir uns dafür entschieden, schrittweise die Cloud-Technologien für uns zu nutzen. Die Cloud ist ein Weg, diese Integration von Daten, von Technologien und von Prozessen hinzubekommen, weil sie uns die Möglichkeit bietet, skalierbare Lösungen an den Start zu bringen, eine enorme Geschwindigkeit aufzubauen und natürlich regelmäßige Updates zu bekommen, um uns in Richtung des Kunden weiterzuentwickeln. Man sieht auf dieser Seite so ein bisschen die entscheidenden Effekte, weswegen wir uns auch weitestgehend für die Cloud entschieden haben. Wir sind noch nicht am Ziel, sondern das beschreibt für uns den zukünftigen Weg. Aber es ist eben ein Weg, mit neuen Integrationsplattformen wie eben TransConnect umzugehen und uns schrittweise weiterzuentwickeln und eine modulare, flexible IT-Landschaft zu betreiben. Jetzt interessiert Sie sicher, wie unsere Landschaft ganz konkret aufgebaut ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Energiemarkt sehr, sehr reglementiert, sehr, sehr reguliert ist. Das bezieht sich vor allem auf die strikte Marktrollentrennung. Wir haben also eine extreme Marktrollentrennung zwischen der Marktrolle des Energielieferanten, der den Strom zum Kunden bringt, dem Netzbetreiber, der die Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Telekommunikationsnetze betreibt und dem Messstellenbetreiber. Und das führt dazu, dass wir, wie viele Energieversorger, mehrere Systeme, mehrere gleichartige Systeme im Einsatz haben. Man sieht das hier, 3 CRM-Systeme, 3 ISU-Systeme, die sind nicht gleich, die laufen auch nicht gleich ab. Die Prozesse sind durchaus sehr unterschiedlich. Vor allem besitzen sie unterschiedliche Daten und es ist quasi uns nicht erlaubt, gleichzeitig mit einem Mitarbeiter in mehrere dieser Systeme reinzuschauen. Das führt relativ schnell dazu und natürlich ist das hier eine stilisierte Darstellung, weil ich natürlich in die ganz Tiefen unserer Architektur jetzt hier nicht abtauchen kann. Aber man sieht, glaube ich, relativ schnell, dass wir ohne eine Integrationslösung, wie hier entsprechend von der SQL,
wahnsinnig viele einzelne Verbindungen hätten innerhalb gleicher Systeme, wahnsinnig viele Datenflüsse, Schnittstellen zu allen möglichen Systemen hätten, zum Energiedatenmanagement, hinten raus zur Marktkommunikation. Und man sieht, dass wir hier SQL einsetzen für die On-Premise zu On-Premise-Integration sowie für die On-Premise zu Cloud-Integration, die wir momentan vor allen Dingen unten im Messstellenbetrieb, im Metering und in der Gateway-Administration entsprechend einsetzen. Von den Mengengerüsten her habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Pro Monat gehen 8,3 Millionen Nachrichten entsprechend hier über TransConnect in den Markt und aus dem Markt in unsere Systeme. Die maximale Nachrichtengröße ist dabei bis zu 50 Megabyte groß. Das sind XML-Dateien. Da steht also schon einiges drin, damit die tatsächlich 50 Megabyte erreichen. Und wir senden über diese Schnittstellen und über unsere Integrationsplattform 88 Gigabyte pro Monat. Das kann auch mal mehr sein, dass es natürlich Monate gibt, die deutlich mehr Kommunikation erfordern, beispielsweise Jahresendprozesse. Das sind jetzt Zahlen aus einem typischen Monat. Dabei ist zu beachten, dass wir eine Vielzahl unterschiedlicher Nachrichtenformate einsetzen, um diese 8,3 Millionen Nachrichten auch zu prozessieren. Und wir brauchen an dieser Stelle eben eine Lösung, die möglichst flexibel mit diesen vielen verschiedenen Nachrichtenformaten umgeht. Hier an dieser Stelle haben wir uns eben für TransConnect entschieden. Und ich habe mal so ein bisschen die entscheidenden Punkte mitgebracht, die auch dann die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SQL AG so ein bisschen auf den Punkt bringen. Sie können sich bei 8,3 Millionen Nachrichten sicherlich vorstellen, dass dort auch mal eine fehlerhafte Nachricht dabei ist, dass wir eine Nachricht auch mal nicht optimal prozessiert bekommen, dass irgendwas schief geht. Das ist bei diesem hohen Volumen einfach normal. Wir brauchen also einen Partner mit einem exzellenten Support und einer sehr, sehr guten Erreichbarkeit, kurzen Abstimmungswegen und Antwortzeiten, einer hohen Erstlösequote und einer hohen technischen Affinität der Support-Mitarbeiter. Das zusätzlich natürlich auch zum regionalen Fußabdruck haben wir entsprechend hier in der SQL AG gefunden. Und die SQL AG ermöglicht es uns somit, diese gerade gezeigte Landschaft erfolgreich abzubilden und auf diesem Wege die Versorgungssicherheit für Stadt und Land in Dresden und Ostsachsen hinzubekommen. Ich habe gesagt, dass wir wahnsinnig viele Nachrichtentypen im Einsatz haben. Wir brauchen also ein Produkt, das extrem viele Konnektoren, sehr, sehr viele Adapter standardmäßig mit an Bord hat, dass der Entwicklungsaufwand, der Anpassungsaufwand für uns möglichst klein ist. Das ist in diesem Fall der Fall. Zusätzlich ist die Lösung extrem skalierbar, bei 8,3 Millionen Nachrichten extrem wichtig. Plus, wir müssen natürlich auch über Ausfallrisiken sprechen, die die Versorgungssicherheit beeinflussen können. Das ist ein extremer Punkt, den wir im Prinzip in der Zusammenarbeit mit der SQL extrem schätzen. Zusätzlich, wir wirtschaften alle, muss das Ganze natürlich zu einem adäquaten Kosten-Nutzen-Verhältnis passieren, was hier der Fall ist. Wir brauchen zudem eine hohe kontinuierliche Weiterentwicklung, eine hohe Flexibilität, da der Energiemarkt im kontinuierlichen Wandel ist und wir regelmäßig neue Nachrichtentypen, neue Formate, die von der Bundesnetzagentur zur Kommunikation zwischen Energiedienstleistern, Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, auch mit anderen Unternehmen im Energiemarkt umsetzen müssen. Und diese Flexibilität, diese Möglichkeit der Versionierung, der Anpassung, die bietet uns eben die SQL und entsprechend TransConnect. Ich hoffe, ich konnte Sie in diesem Vortrag ein wenig mit auf die Reise nehmen von unserer Situation als Sachsenenergie, dem Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, der Situation in der Energiewirtschaft und unserem Wege als IT der Sachsenenergie, wie wir versuchen, über Integrationsplattformen on-premise wie in der Cloud die Versorgungssicherheit sicherzustellen, gleichzeitig zu wachsen, digitale Themen sicherzustellen, die Elektromobilität zu gewährleisten und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ich habe einige Nachrichten aus dem Chat, die würde ich jetzt gerne als Frage stellen. Was ich natürlich feststelle, aus deinem Vortrag ist es deutlich geworden, ihr habt einen riesengroßen Transformationsprozess, den ihr bewältigt. Und ihr geht das mit einer Dynamik an, die gerade für ein Unternehmen in der Größe schon seinesgleichen sucht. Wir arbeiten mit TransConnect
hauptsächlich für Unternehmen, die sich Exzellenz auf die Fahne geschrieben haben, die Hidden Champions in Deutschland sind, wo man ein gleiches Stimmungsbild, eine gleiche Motivation der Mitarbeiter beobachten kann. Und insofern schließt genau an diese Stelle eine Frage an. Als ambitionierte Organisation ist es natürlich entscheidend, wie die Mitarbeiter diesen Transformationsprozess, in dem ihr euch befindet, mitgehen. Und da ist die Frage, wie nehmt ihr die Mitarbeiter auf diesen Weg mit? Genau, ich hatte es ja kurz im Vortrag erwähnt. Wir haben uns das sozusagen ein bisschen was kosten lassen. Wir haben da sehr stark investiert. Ich habe an mir direkt im Stab mehrere Mitarbeiter, die sich ausschließlich dem Thema Change Management widmen, die Veranstaltungen durchführen, Tage der offenen Tür durchführen, die Technologien zeigen, die Kommunikationsplattformen, Kommunikationskanäle und Medien entwickeln, dass wir nicht einfach nur neue Technologien einführen, quasi neue IT-Spielzeuge dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sondern dass wir den Auftrag mitnehmen, den Mitarbeitern in der IT, aber auch im Fachbereich zu erzählen, wie sie diese Technologien einsetzen müssen. Das ist ein durchaus neuer Weg und eine neue Fähigkeit sozusagen, die IT-Organisationen heute mit sich führen. Typischerweise war das Thema Mitnahme der Mitarbeiter beispielsweise im Personal- oder Kommunikationsbereich verortet. Das ist in vielen Unternehmen sicherlich auch so und es kann auch richtig sein. Wir stellen für uns aber fest, dass die Vielzahl der Technologien und die Komplexität der Technologien, der Einsatzzwecke meistens dann doch erfordert, dass die IT letztlich aus der IT heraus diese Themen nutzbar macht. Zusätzlich haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Mitarbeiterinitiativen gestartet, wo Mitarbeiter in der Lage sind, tatsächlich den Weg selbst zu gestalten, wo wir hierarchiefrei arbeiten, wo Mitarbeiter sich mal 4 Wochen einschließen und tatsächlich zu einem bestimmten Thema, sei es Kommunikation, sei es Feedbackkultur, sei es Wissensmanagement, sei es Prozessexzellenz, IT-Service-Management-Themen, tatsächlich sagen, wie sie sich das vorstellen. Das bringt uns so ein bisschen einen Blick von der Basis, einen Blick in den Betrieb rein, dass man nicht nur auf oberflächlicher Ebene sagt, wie es zu sein hätte, sondern tatsächlich sich um die Themen kümmert, um die Probleme kümmert, die bei den Mitarbeitern wirklich im Doing da sind, auch Quick Wins identifiziert. Und auf diese Weise hören wir uns alle 4 Wochen dann an, was die Mitarbeiter herausgefunden haben, an welchen Stellen sie Verbesserungen sehen und versuchen so den gemeinsamen Weg und den Kontakt zwischen Führung und Mitarbeiter herzustellen und auszurichten, weil diese kontinuierliche Transformation in allen Bereichen des Unternehmens und speziell in der IT natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Und ohne die Mitnahme der Mitarbeiter sind wir da auf gar keinen Fall erfolgreich. Das klingt richtig gut. Also das aus meiner Sicht hast du auf der einen Seite ja dargestellt, mit welcher Performance ihr in der IT arbeitet. Also wenn wir gesehen haben, was wir mit dem TransConnect an Integrationsszenarien bei euch realisieren, ist das absolut, ja eine hohe Last. Und das Gleiche macht ihr ja auf der Mitarbeiterebene genauso. Also insofern auch das ist was, was man spüren kann, was auch bei uns ankommt, wo wir sagen, okay, das ist zum einen eine wunderbare Zusammenarbeit, aber dort wird von beiden Seiten in die richtige Richtung gezogen. Das macht auch unheimlich Spaß, da zusammenzuarbeiten. Und wir freuen uns natürlich, dass euch an der Stelle weiter zu unterstützen, euren Weg auch da ein Stück mitzugehen und an den Stellen, wo wir Mehrwerte für euch liefern können, dort für euch da zu sein und das Ganze gemeinsam weiter zu gestalten. Was mich interessiert, und du als CIO hast da sicherlich die gleiche Herausforderung wie ich, ist natürlich, wir brauchen Mitarbeiter, mit denen wir das Ganze hochmotiviert umgesetzt bekommen. Und das bedeutet natürlich auch, wir sind ständig auf der Suche nach neuem Personal, da wir wachsen. Euer Wachstum in dem Bereich der Digitalisierung ist stark. Bei uns ist es genauso. Mich interessiert da, wie geht ihr das Thema Fachkräftegewinnung und Fachkräftemangel an? Was sind da sozusagen eure Maßnahmen, eure Aktionen, um auf den fortwährenden Mangel auch zu reagieren? Das ist natürlich ein Riesenthema tatsächlich. Und wir haben im Unternehmen gelernt, dass wir uns in einer Situation befinden, wo sich nicht mehr die Unternehmen die Mitarbeiter aussuchen, sondern in speziellen Berufen, die sehr gefragt sind am Markt, suchen sich inzwischen längst die Mitarbeiter des Unternehmens aus. Das heißt, dass wir uns natürlich ganz anders präsentieren müssen,
dass wir auf Plattformen mitarbeiten, wo wirklich dann Unternehmen sich quasi um die Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter quasi bewerben können. Das heißt aber auch, dass wir unseren Bewerbungsprozess massiv umgestellt haben mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wenn uns im Bewerbungsgespräch im allerersten Kontakt ein Mitarbeiter überzeugt, gehen wir in der Regel mit dem nochmal Mittagessen, Abendessen. Wir versuchen nicht nur auf einer fachlichen Ebene, sondern auch auf einer persönlichen Ebene den Personal Fit sozusagen herzustellen, gucken, passt der Mitarbeiter ins Team. Das Fiese an dem Thema Fachkräftemangel ist ja, dass man davon ausgehen muss, dass richtig gute Mitarbeiter auch weiterhin gute Mitarbeiter anziehen. Wenn man also den Zug einmal verpasst hat, dann wird es super schwer, sozusagen weiterhin gute Fachkräfte ins Unternehmen zu holen. Typischerweise wollen Spezialisten und wirklich gute Leute mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, an dem Punkt extrem viel zu machen. Deswegen haben wir, so gut es eben geht, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben unser Change-Team, was eben auch das Thema Recruiting so ein bisschen abdeckt, gemeinsam mit der Personalabteilung. Es gibt also einen ganzen kleinen Kreis von Mitarbeitern, der zusammen mit mir eigentlich in jedem Bewerbungsgespräch sitzt. Es findet kein Bewerbungsgespräch statt, ohne dass nicht 1, 2, 3, 4 benannte Mitarbeiter in diesem Bewerbungsgespräch auch drin sitzen. Das wirkt erstmal kompliziert und langsam, stellt aber eine gleichbleibende Qualität sozusagen unter unseren Einstellungen sicher und stellt sicher, dass wir die gleichen Botschaften dann zu den Mitarbeitern senden. Wir sind ein junges Team, wir haben einen ambitionierten Wachstumspfad, wir haben Duzkultur, die Mitarbeiter können bei uns den gemeinsamen Weg gestalten. Es ist wichtig, dass diese Botschaften zu den Bewerbern gesendet werden. Zusätzlich zu der Regionalität, den regionalen Wurzeln, die wir haben, die tatsächlich in der Region auch wirklich ziehen, die uns gute Leute tatsächlich dann auch ins Unternehmen spülen, haben wir festgestellt, dass wir hier dem Fachkräftemangel zumindest für den Moment Herr werden können. Um eine Zahl zu nennen, wir haben seit 2019 in der IT circa 40 neue Mitarbeiter eingestellt, die uns natürlich auch einen enormen Transformationsschub gegeben haben. Ist natürlich auch unternehmensspezifisch. Wir hatten da einfach auch die Möglichkeiten, uns da weiterzuentwickeln und haben das natürlich auch dann seitens der Vorstandsebene entsprechend als Bewegungsfreiraum bekommen, den wir auch ganz aktiv genutzt haben. Schön, Christian. Also wirklich ein umfassendes Bild spiegelt genau das wider, was wir erleben oder auch sehen können. Und da kann ich dir auch sozusagen noch ein Feedback geben. Alles das, was wir sehen in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Sachsen Energie aus der IT, hochcommittete Leute, jetzt auch gerade die neu dazukommen, extrem agil. Insofern zeichnet auch das euren Weg aus. Ich wünsche euch genau an der Stelle weiterhin viel Erfolg. Weiterhin gutes Vorankommen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ebenso. Und bedanke mich vielmals für deinen Vortrag und die darin gemachten Ausführungen. Ich wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Tag, eine gute Restwoche und gutes Vorankommen in eurem Pfad, in eurer Transformation. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich, dass ich die Chance hatte zu präsentieren. Ich wünsche weiterhin einen angenehmen Tag und viel Spaß. Tschüss. Danke sehr. Bis dahin. Ciao.